Zeit für Sprechplanet. Mit Julian Schlichting. Jetzt hast du eben gesagt zu Alf, möchtest du was sagen? Das ist interessant, weil ich ganz oft gehört habe, du möchtest eigentlich gar nicht über Alf reden. Und in den Ausschnitten letztes Jahr zu deinem Geburtstag stand auch immer drin, ganz oft, der Karriereknick. Das ist der größte Erfolg und der größte Fehler. Da gehen wir nochmal zurück. Ich habe ein bisschen den Faden verlassen. Den hole ich jetzt wieder ran. Holen wir jetzt wieder ran. Es ist so, dass... Da ging es um die Verallgemeinerung. Ja. Ja, Ute Lemper, den ich vorher genannt habe, Ingrid Steger, ja. Immer müssen die sein. Und ich war plötzlich der Alf. Ich habe gesagt, sag mal, habt ihr sie nicht alle? Ich habe Bonanza, den Mike Lenden gesprochen. Ich habe vorher in Poorman, Richmond, Armer Mann, Reicher Mann, Nick Nolte gesprochen. Ich habe Brad Davis gesprochen, Jeff Bridges gesprochen, Harvey Fierstein, etc. Alles. Und ich wurde einfach darauf festgelegt. Ich wurde darauf festgelegt und kriegte dann plötzlich keine anderen Rollen mehr, weil sich die Redakteure dann nicht trauten, ja, die damaligen Redakteure, die heutigen trauen sich auch nichts, die trauten sich nicht, mich zu engagieren, weil die Leute meinten dann, dass wenn ich eine ernsthafte Rolle spiele, dass die Leute dann den Alf hören und sich darüber totlachen. Ja. Das war für mich ganz, ganz schädlich. Glaube ich. Ist es denn so, dass du den Alf mit einer anderen Tonlage gesprochen hast, als zum Beispiel Little Joe in Bonanza? Oder war das im Prinzip auch schon alles ähnlich? Sagen wir mal so. Es gab kein Casting in dem. Ich habe da vorgesprochen, weil das war eine Idee, ich war in einer anderen Produktion drin und Mensch, komm doch mal rüber und so. Mhm. Und Siegfried Raabe war derjenige, der hat auch damals diese Texte gemacht, bis auf ein paar Sprüche, die ich mir ja, die auch dann, also Kirchgruppe eingeheimst hat sich dann später. Ja. Das ist aber ein anderes langes Thema. und da sagt er, Mensch, mach doch mal den da, guck mal, wir haben da was auf der Leinwand. Das war das Studio daneben, auf der anderen Seite. Mhm. Und mach mir bitte keinen Comicfigur. So was irgendwie. Ja. Und im Original spricht er fast wie der Kermit, ja. Also, Andreas, da hab dich selig, bitte. Also, das war der Puppenspieler. Und deswegen kam das wohl auch in Amerika nicht so doll an, so doll. Das war ja nicht im Hauptkanal, sondern in einem Nebenkanal. Nicht so ein Kult wie hier bei uns. Ne? Nein, nicht so. Und ich habe den immer so gesprochen. Ich geht jetzt heute gar nicht mehr. Das war ja 30 Jahre. Vor 30 Jahren war die Stimme natürlich nicht so rau, wie sie jetzt ist. Mhm. Und ich habe dann so gesprochen, so wie so ein 14-Jähriger, der auf älter machen will. Also irgendwie und haha, und haben wir diesen Lacher gemacht und da so. Da kam es aber noch ein bisschen durch gerade. Ja, da kommt es aber, wenn ich dann drauf drücke, ja, kommt es durch. Aber das habe ich dann nicht mehr machen wollen alles, weil das die Leute dann so dahin führt. Ja, ich habe noch mal so ein paar Sendungen gemacht, wo ich gedacht habe, naja, die Kohle stimmt, ja, also, weil das war auch das, was mich dann eigentlich interessiert hat. Aber ich habe diese Figur, während sie dann synchronisiert wurde, gerne gemacht. Also dazu Spaß gemacht. Muss man stehen. Ja. Ich habe sie dann bekommen, haben gesagt, ja, genau, richtig, okay, bleibt so, brauchen wir keinen Casting machen. Casting gab es noch gar nicht, es gab Vorsprechen. Und dann habe ich den die ersten 13 Folgen, es gab ja gar nicht so viele Folgen, Paul Fusco und Tom Patchett. Der Tom Patchett war der Fusco, der Puppenspieler, und der andere war ein Lehrer und so. Ich habe den mal später kennengelernt, der kam nach Deutschland rüber und hat sich bei mir bedankt, dass das so ein toller Erfolg war, weil die haben so viel Kohle gemacht. Und dann haben sie sich über so viel Kohle gestritten, dass sie dann beide keinen Bock mehr gehabt haben, haben das ganze Thema beendet. Ja. Mitten im Höhepunkt haben sie das Thema. Es hätte sich auch vom Thema totgelaufen, sag ich mal. Ja, ist es denn so, dass es eigentlich noch eine weitere Staffel hätte geben sollen? Nee.
Also, und der sprach halt eben wie Kermit, ne? Oder irgendwie hat der so, hey, Tanner, los, lass die Katze raus oder irgendwas. Ja. Und das war ganz schrecklich. Also auch ein bisschen übertrieben, oder? Ja, ja. Und ich habe auch, ich habe noch eine andere Serie gemacht, die hieß, die war so wie die schrecklich nette Familie auf Schlimmer und Ewig. Mhm. Das war eine, und da habe ich diesen Herbie, so einen blauen Hasen, gesprochen, der dauernd schweinische Sätze saß. Der saß immer in der Ecke in so einem Sofa drin. Stimmt, ja. Ja, und der hielt sich mit dem anderen über irgendwelche Sauereien. Dann kam die Alte die Treppe runter und sagte, und dann zog er sich zurück. Und da lag unter diesem Sofa wohl der Puppenspieler. Der ist mit einem Arm in diese Puppe reingegangen. Ganz im Gegensatz zum zu den Nahaufnahmen beim iPhone überall Motoren drin. Mhm. Elektromotoren, die das Auge bewegt haben und so weiter. Und dann habe ich gedacht, hey, die Stimme kenne ich doch von dem Hasen. Es war derselbe Puppenspieler, der den Alf gespielt hat. Also stell dir das mal vor. Das war schon sozusagen ein Zufall. Ja, ich habe den erkannt, weil der auch so gesprochen hat. Ja, wie kam er so ähnlich? Der hatte so eine Stimme. Ja, ist jetzt auch kürzlich gestorben, ne? Der, wie? Der ja, aber der Mann, der da drin war zum Beispiel, mhm, der hat gedacht, er macht jetzt die ganz tragische Figur. Ein kleinwüchsiger Mensch, früher wurde das bei uns, das war ja auch eine Krankheit irgendwie. Ja. Ne? Und wie wird man in Hollywood bekannt? Die haben den da in so eine Feldpuppe, und zwar für die Gangaufnahmen. Ganz selten. Der ging ja immer so. So ging der immer. Mit bisschen O-Beine. Und dann anderes waren Schnitte. Das waren Pumpenschnitte, wo der irgendwie hinter der Wand saß und mit dem Arm reingegangen ist. Und dann wahnsinnig viel Schnitte. Und dann hat er gesagt, dann ist der wohl offensichtlich in Los Angeles, ist der rumgelaufen und sagt, ich bin der Alf. Ach so, also Talkshows. Und das mochten die Leute von Warner Brothers überhaupt nicht. Aha, ja. Das war nämlich der Hintergrund. Und dann haben sie gesagt, danke sehr, das war's. Und haben in neueren Filmen alte Schnitte von den Gängen immer dazwischen, damit es aktuell bleibt. Ne? Also tragische Figur war das. Jetzt sagst du, dir hat das Spaß gemacht. Also du hast ja den Erfolg damals, da nehme ich an, auch sehr genossen. Ich habe bei YouTube auch so ein paar Auftritte. Ich habe den ein bisschen angekurbelt, denn vom Synchron. Weil ich meine, ich habe ja nun damals auch das Null Problemo erfunden. Das kommt von dir. Und das kommt nun original von mir. Und hinterher gab es noch das Alles Paradiso. Und so hieß dann auch eine Platte. Und damit habe ich gedacht, kamen dann junge Leute aus Mannheim. Also nicht die Söhne Mannheims, aber da saßen junge Leute, die hatten schon House Music gemacht. House. Ja. Und die haben mich angerufen und haben gesagt, wir haben hier eine Scheibe, ja, wir haben hier eine Platte und da wollen wir dich gerne drauf haben. Da habe ich gesagt, ja Kinder, ihr wollt den Alf da haben da drauf. Mhm. Ja, das wäre toll. Ich sag, da kriegt ihr die Rechte der Merchandising. Leo Kirch nicht. Ja. Aber ich habe das Urheberrecht auf meine eigene Stimme. Gott sei Dank. Und ihr dürft nicht Melmark sagen und alles, was da. Und den Lacher, das kann mein Lacher sein, irgendwie. Ja, wir möchten trotzdem eine Platte machen. Wir schicken dir das Demo. Das schicken die mir das Demo. Ich war nachts noch in irgendeiner Weinkneipe und hab das Demo mal so gehört. Denke, oh, pf, ja. Am nächsten Tag saß ich im Zug nach Mannheim. Mhm. Und im Speisewagen habe ich den Text geschrieben da drauf. Mhm. Im Speisewagen beim Frühstück habe ich gedacht, was macht der da, der macht da eine Party. Und da kam House Music, der macht eine House Party, ja. Und dann habe ich die Alf geschrieben, mit geschnipselt auf mit Kugelschreiber die Buchstaben so, und dann kam dann Fla raus rückwärts. Und dann habe ich die Party-Jokes geschrieben so, hallo Leute, hier ist, na, ihr wisst schon wer. Also gute Idee. Naja, plötzlich floss die Feder, ja. Und dann habe ich gedacht, oh, was heißt das? Und dann bin ich also abgeholt worden
in Mannheim vom Bahnhof in einem riesen Cadillac kam. Mhm. Und die haben sich da richtig was einfallen lassen. Ja, du warst halt damals... Super. Du, ich war in allen, ich war in allen Diskotheken drin. Ja. Und dann ging es ins Studio und dann haben die gesagt, okay, dann macht, ich sag, los, lass mal abfahren, höre auf, ja. In einer Stunde waren wir mit dieser Scheibe fertig, ja. Der hat einfach eingeladen zu einer Party und dann immer seine Sprüche gemacht. Mhm. Da habe ich neue Sprüche geschrieben, so schnell und so. Und dann lagen sie alle auf dem Boden hinten. Hey, geil, das geht in die Charts. Und damit hatten sie recht, weil innerhalb von 14 Tagen war das in den DJ-Charts drin. Worauf dann die Kirchgruppe plötzlich guckte und sagte, das geht aber so nicht. So fuhren ihre Anwälte auf. Daraufhin habe ich gesagt, gleich kurz, habe ich gesagt, also wenn ihr das macht, steige ich aus. Ich rufe morgen die Bild an, fertig. Das wollte ich fragen. Das war also auch schon währenddessen und nicht danach. Das war währenddessen. Ich wollte aufhören. Ich habe gesagt, hör mal, ihr habt mich hier mit so einem... Die Schauspieler dürfen eigentlich die Synchronverträge eigentlich nicht unterschreiben, weil das Kleingedruckte ist einfach unwürdig unsererseits. Mhm. Ja. Verlierst alle Rechte mit dem scheiß Takedown im... Hamburg für 3,10 Euro, in Berlin für 3,50 pro Take, in München 4,50, wenn sie es kriegen. Ja, gibst du alle deine Rechte ab. Die können mit dir Werbung machen, alles. Und jeder hätte die Schnauze, weil er froh ist, dass er zu tun hat. Mhm. Ja, weil die Altbauwohnung im Prenzlauer Berg muss auch bezahlt werden, wie auch immer, oder in Hamburg-Eppendorf. Und die Schauspieler sind nicht zu einigen. Es ist per BFFS, die haben viel erreicht, was die Verträge betrifft, die Film- und Fernsehbeträge, aber auch die können ja heute nicht mehr zahlen. Das ist ja, es geht ja ums Geld verdienen. Warum macht man das? Ja, man macht das ja nicht, weil Synchron nun so eine hohe Kunst ist. Synchron ist und bleibt Nachmachen. Und wenn du im Nachmachen gut bist und trotzdem deine eigene schauspielerische Stärke mit reinbringst, es gibt heute den Begriff des Synchronschauspielers. Geht's noch? Also, das ist ein Sprecher, der Schauspieler ist, der aber von der Bühne kommt, der Schauspielschule gemacht hat, der die Hörspiele macht, der Werbung macht. Und aus dem Ganzen setzt sich das zusammen. Und heute synchronisieren, das ist ein ganz anderer Hut als vor 40 Jahren. Das ist nämlich ein interessanter Punkt, weil im Zuge dieser Vorbereitung auf das Thema ALF mit dir habe ich auch ganz oft gelesen, dass es ein Problem war damals, dass du auch an den Hörspielen nichts verdient hast, dass quasi das im Take geblieben ist und dann warst du raus, was daraus resultierte. Und die Hörspiele waren ja nichts weiter als die Fernsehfolgen, vielleicht ein bisschen kommentiert. Ach so, du meinst die Audiokassette. Genau. Ja, da war Kirchgruppe sehr schlau. Das merkst du gar nicht, das kriegst du gar nicht mit, weil in der Merchandise. Also ich muss dazu noch was sagen. Gerne. Ich war dann plötzlich in die Charts gekommen und habe dann damals Herrn Thomas Haffer, den ich eigentlich sehr mochte eigentlich, gut aussehender Macher, ja, war Leo Kirchs Zögling, ja. Und dem habe ich gesagt, ich sag, warum droht ihr mir und uns, den jungen Leuten und mir mit Anwälten, weil wir eine tolle Idee gehabt haben. Und ich habe mittlerweile 40.000 Platten verkauft, ja, diese großen Maxi-Scheiben. Das war viel Holz. Ich sage, warum kommt ihr nicht auf die Idee, das selber zu machen? Ja. Dann gab es Konferenzen, dann gab es richtig Gespräche oder kritischen Anruf. Ich soll ins Merchandising, in die Showrooms kommen. Da war auch Miami Vice, die waren ja Biene Meier, das war alles Kirchgruppe. Und dann haben die gesagt, wir haben uns entschlossen, mit ihnen eine Langspielplatte zu machen. Ich sage, das ist doch ein Wort. Ne? Ich sage, wir wollen doch alle Geld verdienen. Ne? Das herrliche Wort von Wolfgang Völz, der den Captain Blaubeer doch gemacht hat. Ja. So, hat jemand mal gefragt, Herr Völz,
Was fanden Sie denn an Captain Blaubär so toll? Mhm. Sie haben ja diese Stimme dafür und das bleibt ja, ja auf der, immer in der hamburgischen Art und er ist ja auch aus Hamburg und so. Das hatte Wolfgang Setzer gesagt, die Kohle. Das war so echt und ernsthaft. Und das war mein das war dann auch mein Blickpunkt. Ja, ohne geht's ja eigentlich nur nicht. Ne? Ich habe gesagt, ich habe zwar eine bessere Synchrongage gekriegt, aber andere machen die meinen Spruch auf die Bleistifte, auf die Schulhefte, auf die das und auf die das und das und das und das. Und dann habe ich gesagt, nee, also das muss anders abgehen. Und da war von den Audiokassetten noch gar nicht die Rede. Also von dieser Platte, Tommy Pieper singt Alf, da gab es auch eine Single-Auskopplung, so ja, war ja, das schon ja, ja. Relativ erfolgreich. Da, auch. Ja, also da war B in den Charts, 16 Wochen mit dem Titel Hallo Alf, hier ist Rhonda. Kannst du dieses Lied heute noch hören? Oder hast du da inzwischen so eine... Nee, es war ein wunderschönes Lied. Wollen wir mal reinhören in das Lied? Ja, pass auf, aber darf ich dazu was sagen? Na, nur mal zu. Toni Mon hat die Musik gemacht. Das hat mir dann der Merchandising-Mann Thomas Haffer erzählt, dass Toni Mon... Und Toni Mon mochte ich. Er wohnte in Pullach draußen und so. Und ich war jeden Tag in seiner Villa. Wir hatten ein weißes Klavier, ja. Und in die Nächte hinein, ja, haben wir dann die Texte vom Siegfried Rabe und ein paar Sprüche von mir und so haben wir dann. Und dann sind wir drauf gekommen, auf, was haben wir denn, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Da spielt der Toni das, da, 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 da. Da du Alf, da, 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 da. Dann sind wir auf die Kinderlieder gekommen, haben gesagt, wir müssen was für die Kids machen. Und dieses Liebeslied, das war damals eine Freundin von mir, die hat die weibliche Stimme gesungen. Und das war bezaubernd. Auch relativ melancholisch und zwischendurch poppig. Ja, wahnsinnig. Ja, es war ganz melancholisch, weil Alf hatte ja seine Geliebte auf Melmark, die ja nie auf die Erde gekommen ist. Ja. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.